Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elite Dangerous vom Beta-Server. Ich habe mir gerade eben die Federal Corvette angeguckt, das war für euch am Ende des letzten Videos. Bin gerade gelandet, ich sitze noch drin, weil ich gar nicht raus will aus dem Ding. Aber ich werde jetzt müssen, denn wir haben heute drei weitere Schiffe auf der Liste stehen. Die Reihenfolge ist diesmal Viper Mark IV, anschließend den Cutter und zum Schluss logge ich beim CQC ein, um mir mal den neuen Imperial Fighter anzugucken. Ich weiß aber noch nicht, ob ich im CQC eine Runde kämpfe. Werde ich eigentlich müssen, um die Flugeigenschaften abschätzen zu können, aber ja, na mal sehen. Jetzt geht es erstmal um die Viper. Und zwar die neue. Die alte sehen wir hier noch. Und können mal gucken, 310, 388, 126, 137. Schilde sind nicht so gut. Panzerung ist deutlich besser. Und es ist trotz allem noch ein verdammt schnelles Schiff. Gut, dann holen wir uns das gute Stück gleich mal und da geht sie dahin, die Corvette. Oh Mann. Naja, wird gleich durch einen Cutter ersetzt. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich der fliegen lässt und vor allen Dingen, wie der bewaffnet ist. Ja, deshalb spielen wir das doch, oder? Für die Großkampfschiffe, die wir uns tatsächlich so gut wie nie leisten können. Aber wenn wir sie haben, haben wir Pippi in den Augen, wenn es mal platzt, weil das wird richtig teuer. So, und dann wieder Ausrüstung. Wir haben zwei kleine und zwei mittlere Plätze, außerdem zwei Werkzeugsteckplätze. Für einen Werkzeugsteckplatz mehr, dann hätten wir ein Keelback. Ansonsten ist die Ausrüstung quasi identisch. Nur, dass die Viper deutlich günstiger ist als der Keelback. Und schneller und wendiger. Und dafür natürlich nicht so viel Frachtmöglichkeiten mitbringt. So, Kraftwerk Schubdüsen Frameshift, Klasse 4. Das haben wir sonst nur bei den größeren Schiffen. Energieverteiler 3, das ist genauso ausgestattet wie der Keelback. Allerdings müssen wir natürlich Abstriche machen hier bei den internen Plätzen. Da haben wir zwei Vierer statt den Fünfern vom Keelback. Aber alles in allem, muss ich sagen, gefällt mir das so schon mal deutlich besser. Ich weiß wirklich nicht, was die sich beim Keelback gedacht haben. Ganz nette Idee, aber naja. Ja, alles in allem, denke ich, ganz solide. Damit kann man einiges anfangen. Die Frage ist jetzt nur, wie fliegt sich's? Von den internen Plätzen her würde ich sagen, das ist einfach sehr solide. Eins möchte ich nochmal ganz kurz nachgucken. Das habe ich nämlich irgendwie verpennt. Wie teuer ist das Schiff eigentlich? Ich habe es jetzt einfach gekauft, weil auf dem Beta-Server die Preise quasi uninteressant sind. Ja, super, unter einer halben Million. Fantastisch. Bisher muss ich sagen, dass es sieht nach Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut aus. Das könnte eine echte Alternative zur Cobra sein. Sehr viele Leute, die Cobra nicht gerne fliegen, da gehöre ich dazu, die kaufen sich lieber eine Viper zum Kämpfen und behalten die sehr lange, bis man sich zum Beispiel eine Vulture kaufen kann. Und da könnte das dann der nächste Schritt sein, wenn man einfach bei der Viper-Linie bleiben möchte. Oh, fliegt sich wie eine Viper. Das ist so fantastisch. Bisher jedenfalls. Guckt euch an, wie das Ding beschleunigt. Traumhaft. Wie man es rumwerfen kann. Gut, da sieht man jetzt in der Grafik kaum einen Unterschied zur Corvette vom letzten Mal, aber es ist keine Vulture, das ist klar, aber es ist auf alle Fälle ein tauglicher Fighter für enge Räume. Okay, Turbo Boost rockt, auch von der Geräuschkulisse her. Das Bremsen ist ein bisschen lästig, da wird man beim Andocken ein bisschen aufpassen müssen. Gut, schauen wir es uns nochmal an. Wie sieht es denn jetzt tatsächlich aus? Oh, ich wünsche mir, dass diese Kamera auch im Hangar möglich ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob er mir besser gefallen würde, wenn diese zwei Auswüchse da vorne spitz zulaufend wären oder ob die so abgesägt besser sind. Das ist einfach nur eine Geschmacksfrage, aber im Großen und Ganzen, die Form gefällt mir ausgenehmend gut. Die Viper hat mir schon wirklich gut gefallen. Was mir hier allerdings sehr gut gefällt, ist, dass das nicht einfach nur so eine unrealistische flache Scheibe ist, sondern wirklich wie ein Schiff auch noch so einen Bauch hat unten, um Gerätschaften unterzubringen, dass das Ganze eine Masse hat und Struktur. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht auf jeden Fall realistischer und durchdachter aus, als wenn das einfach nur total flach abgeschnitten wäre hier. Von daher muss ich sagen, sehr, sehr schönes Schiff. Von der Ausstattung her, Preis-Leistungs-Verhältnis erstklassig. Da kriegt man, denke ich, alles unter, was man brauchen kann. Gerade als Begleitschiff für Handelsschiffe oder so. Wenn man als Wing unterwegs ist mit kleineren Schiffen, sage ich mal, macht das eine Menge Spaß. Oder einfach nur, um in einem Kriegsgebiet oder in einem Upper-Gebiet andere Schiffe abzuschießen. Ich denke, für Erkunder oder Piraten ist das Schiff nicht so gut geeignet, weil man einfach zu wenig Frachtplätze hat. Als Schmugglerschiff bin ich mir nicht sicher. Ich denke, da würde ich dann eher die Cobra bevorzugen. Aber die Viper als reines Kampfschiff, wenn man die Cobra überspringen möchte, sieht wirklich gut aus. Und fliegt sich wirklich toll. Wobei ich sagen muss, Asp Scout ist noch wendiger und schneller als das Ding. Fühlt sich jedenfalls so an, wenn man fliegt. So, jetzt bin ich gespannt beim Andocken. Vom Bremsweg her erinnert mich das Ganze wirklich an Lakon Typ 7 oder so. Das ist ein bisschen erschreckend, dass das so langsam abbremst. Ganz gut möglich, dass man dann beim Landen sich erstmal dran gewöhnen muss. Beim Asp Scout ist man vom Gas gegangen und der stand. Das war wirklich fantastisch. Da wird man es hier ein bisschen schwieriger haben. So, 31 ist, glaube ich, eine kleine Plattform, ziemlich nah am Eingang. Wow, okay. Die Achse reagiert sehr empfindlich, wenn man rauf oder runter geht. Das kann in Kampfsituationen enorm wichtig sein, dass die Achse gut anspricht. Damit kann man das Ziel sehr gut vor einem halten. Okay, wenn das Fahrwerk draußen ist, dann reagiert das sofort auf Bremsmanöver oder Geschwindigkeitsänderungen. Docking successful. Engines disengaged. Auch wenn ich es nicht mehr gewohnt bin, so kleine Landeplattformen zu treffen. Aber ansonsten, vernünftiges Schiff. Ich wünschte, das wäre schon zur Verfügung, oder das hätte man sich schon kaufen können, als ich in der Gegend war. Cobra. Ich erinnere mich, das war ganz schön lästig, so diese Kategorie zu überspringen. Jetzt ist es ganz gut ausgebaut. Man hat jetzt die Viper Mark IV, dann kann man zum Diamondback Scout gehen, Diamondback Explorer, man hat dann den Asp Scout, normale Asp, Vulture. Die Schiffe wachsen enger zusammen, habe ich das Gefühl, oder die Sprünge zwischen den Schiffen sind nicht mehr so groß. Das bedeutet, unterm Strich, das Schiff, das man letzten Endes haben will, ist immer noch genauso schnell zu erreichen wie vorher auch. Nur habe ich schneller das Gefühl voranzukommen, wenn ich mir hin und wieder ein neues Schiff kaufen kann. Einfach auf den Weg nach oben. Oder wenn man sich ein Zweitschiff kaufen möchte, zum Beispiel ich habe als Händler angefangen, was weiß ich, mit der Adder oder dem Hauler, habe dann ewig lang gespart und bin geflogen, bis ich dann eben einen Lakon Typ 6 hatte, dann kann ich mir jetzt sehr schnell die Kampfschiffe kaufen und die nachziehen, wenn mir das Handeln mal zum Hals raushängt. Also das finde ich sehr schön, dass Frontier da was macht, um die Schiffe enger zusammenzuholen oder die Lücken zu schließen. Das sieht schon gut aus. So. Ich glaube, auf den warten alle ganz gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin designmäßig ein bisschen enttäuscht. Der sieht effektiv aus, einfach wie ein Clipper in lang gezogen, als hätte man da nochmal so ein Segment dazwischen gepackt.
bei den Konzeptzeichnungen sah das Ganze etwas bauchiger und gedrungener aus. Einfach massiver. Und ja, nichts wie so eine Wurst mit Flügeln. Sorry, aber designmäßig finde ich, hätte man da ein bisschen mehr machen können. Das ist, wie gesagt, einfach nur der Clipper nochmal aufgebrüht. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten geschwindigkeitsmäßig 202 Meter pro Sekunde ist für ein Schiff dieser Größe gar nicht schlecht, wenn wir das mal vergleichen. Es ist ein bisschen schneller als die Corvette und deutlich schneller als die Anaconda. Das ist also schon mal nicht schlecht. Wendigkeit, Manövrierfähigkeit. Auf diese Anzeige hier gebe ich nicht mehr so viel. Es soll mit den anderen Schiffen auf Augenhöhe sein, aber wo ich auf jeden Fall überrascht bin, sind Schilde und Panzerung. Das sind mal affige Werte. Also bei der Panzerung kommt man bei der Anaconda kaum hinterher, aber in einem echten Kampf sind die Schilde wichtiger, die will man nicht verlieren, denn wenn die Schilde fehlen, auch wenn das Schiff gut gepanzert ist, es wird einfach verdammt teuer, wenn jemand Löcher reinschießt. Das will man vermeiden. Deshalb bevorzuge ich immer gute Schilde gegenüber einer guten Panzerung. Und über 700 als Panzerungswert ist ein Wort. Und bei der Masse, uiuiui. Na gut, schauen wir es uns mal an. Wir holen uns das jetzt einfach mal und gucken dann im Hangar. Was mir auf Anhieb aufgefallen ist, wir haben nur eine riesige Aufhängung, dafür zwei große und vier mittlere, keine kleinen mehr. Muss ich sagen, gefällt mir. Wenn die mittleren ganz gut angeordnet sind, kann man damit viel machen. Mit den großen kann man Türme installieren und die riesige, je nachdem, wo die ist, wäre das dann nützlich. Okay, ein bisschen komisch. Die Schiffsübersicht bei den Schilden. Sehen wir das Schiff jetzt total von oben. Bei den anderen habe ich das Gefühl, sind wir weiter hinten angelegt. Dass wir es mehr von hinten sehen, so weiter von oben. Wirkt ein bisschen verschoben. Das Cockpit ist einigermaßen komisch aufgebaut. Okay, es ist ein Rechtslenker, so wie es aussieht. Die Briten schlagen wieder zu. Wie auch schon die Corvette, drei Sitzplätze, so wie es aussieht. Hier drüben sieht es nicht so aus, als kämen da noch Sitze. Wirkt, als würden wir sehr zentral sitzen, aber na gut. Gucken wir uns das Ganze mal drin an. Großes Armaturenbrett, viel Platz für Wackelköpfe. Da bin ich auch mal gespannt. Ausrüstung. So, was haben wir? Mittlere Aufhängung. Das sind die kleinsten. Das ist außen auf den Flügeln, Flügelspitzen. Und das scheint unterm Schiff zu sein. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher. Könnte unter den Flügeln sein. Jedenfalls schon mal oben und unten. Das wechselt sich gut ab. Da kann man mit Türmen, die zum Beispiel Strahlenlaser beinhalten oder so, relativ viel machen. Große Aufhängung sind beide auf dem Dach, so wie es aussieht. Das ist aber nicht das Cockpit. Ist das nochmal für Passagiere gedacht oder? Da könnten eventuell zwei Sitzplätze drin sein, um dann hier Waffensteuerung zu übernehmen, wenn Multicrew-Fähigkeiten dazukommen. Dass sie sich ein bisschen übers Schiff verteilen. Und das würde auch Sinn machen, dass nicht alle auf der Brücke rumhüpfen. Oh, da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das verhält. So, dann haben wir eine riesige Aufhängung, die unter dem Schiff ist. Das heißt, das Schiff ist sehr gut aufgeteilt zwischen oberer und unterer Bewaffnung. Das ist quasi immer gefährlich. Da hat man sehr schwer, einen toten Winkel zu finden bei dem Schiff. Werkzeugsteckplätze ohne Ende. Und hier habe ich jetzt auch wieder die Sache mit den Balken. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach ein Problem jetzt auf dem Beta-Server ist. Das wird auf dem Live-Server noch gerichtet. Und ich glaube nicht, dass da noch ein versteckter Platz ist. Naja, bisschen schade. So, hier vorne haben wir das Cockpit. Hier, denke ich, sind noch Plätze für die Waffensteuerung. Und hier haben wir auch noch Scheiben angebracht. Die imperialen Schiffe, auch die großen, sind ja hauptsächlich auch auf Luxus ausgerichtet. Die sollen hohe Würdenträger des Imperiums transportieren, denen zu Hause bieten und gleichzeitig auch noch schützen. Da bin ich also wirklich mal gespannt, wie das Ding innen drin aussieht. Da gibt es bestimmt einige interessante Ansichten.
kann es kaum aber abwarten, wenn man dann endlich die Schiffe begehen kann. Aber das wird leider noch ja mindestens ein Jahr dauern, schätze ich. An sich aber eine sehr schöne Sache. Und gut zu wissen, dass die ganze Crew nicht sich an einem Punkt aufhält, sondern wirklich übers Schiff verteilt ist. Da hat man dann später eventuell mit Multicrew-Geschichten einige interessante Möglichkeiten. Ach, mir gehen gerade tausend Sachen durch den Kopf, aber alles Wunschdenken und Spekulation. Wie auch immer. Kraftwerk 8, Schubdüsen 8, das ist super. Energieverteiler 7 hat also weniger Energie als die Korvette. Aber dadurch, dass man zwei große hat und nur einen riesigen, der offensichtlich unter der Spitze angebracht ist, was eine super Position für so einen riesigen Port ist, wenn es ein Gimbal ist. Ja, aber dadurch, dass man mehr groß hat, ist die Versuchung größer, zum Beispiel Lasertürme zu installieren. Ganz besonders da die rundum sind und dann können die Türme überall hinschießen und man kann sich gegen kleinere Schiffe leichter zur Wehr setzen. Das Problem bei der Sache ist, dass man dann sehr schnell an Energiegrenzen stößt. Bedeutet für mich auch, man kann weniger Schildzellen mitnehmen als zum Beispiel die Korvette. Was ein bisschen schade ist, denn naja, Achterplätze sind halt einfach Achterplätze. Da hat man einen größeren Schildgenerator, man könnte eine riesige Schildzelle mitnehmen oder zum Beispiel einen Hangarplatz einbauen. Ich weiß nicht, wie viel Platz die Hangars verbrauchen werden. Dann hat man jede Menge Sechserplätze und auch noch einen einzelnen Fünfer. Aber ich denke, die Sechserplätze sind hauptsächlich für Schildzellen da. Da könnte man unter Umständen hier auch noch Fracht reinmachen. Das ist dann halt ein bewaffneter Frachter, wenn man das möchte. Also da hat man jede Menge Möglichkeiten, aber ich denke, da das Schiff standardmäßig schon über 200 Millionen Credits kostet, wenn das fertig ausgebaut ist, ist das vielleicht auch eine Milliarde wert. Ja, jetzt würde ich euch das Schiff wirklich wahnsinnig gerne im Weltall draußen zeigen und mal mit der Kamera drumherum fliegen. Das Problem bei der Sache ist, ich kann es nicht starten. In der Raumstation kann ich abheben, dann hat man ein Zeitlimit, die Raumstation zu verlassen. Ich komme damit nur nicht durch den Startport. Das Schiff ist zu groß, das Loch ist zu klein, ich habe keine Ahnung. Ich habe alles versucht, außer rückwärts zu fliegen. Ich bleibe immer irgendwo hängen, ich weiß nicht, woran es liegt. Es wäre möglich, dass das die Flügel sind, aber ich fliege absolut zentral. Und zu hoch, zu niedrig, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich werde jetzt noch einen Startversuch machen mit euch dabei. Ansonsten weiß ich nicht, wie man das Ding rausfliegen soll. Ich komme mir wirklich, wirklich dumm vor, aber ich kriege dieses Schiff nicht aus der Raumstation raus. Das ist einfach. Imperiale Schiffe mögen mich nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, lass erstmal langsam machen. So. Wir bringen uns erstmal ein bisschen in Position. Ja. Oh, dieses Ding ist außerdem wahnsinnig träge. Es hilft nicht unbedingt, wenn man eine Viertelstunde auf einem Knopf bleiben muss, damit sich es mal in die Richtung bequemt. Und wenn man dann vom Knopf runter geht, driftet es noch eine Viertelstunde nach. Soweit komme ich. Jetzt komme ich nicht mehr nach vorne, nicht mehr zurück, nicht hoch, nicht runter. Nichts zu machen. Also, bevor die uns als Korken hier rausballern, setzen wir noch mal ein bisschen zurück. So, ich bilde mal ein, wir sind relativ zentral vor dem Ausgang. Das heißt, unsere Flügel sollten auch nicht das Problem sein. Wir haben nach oben und unten reichlich Platz. Das Schiff bleibt hängen, verkeilt sich wieder in der gleichen Position. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus dem Loch rauskommen soll. Ja, und so läuft das dann jetzt noch eine Weile. Bis die Zeit abläuft, dann wird mich die Station erledigen. Könnte ein bisschen niedriger probieren.
bleiben wieder hängen und werden wieder nach oben gedrückt. Und da habe ich ganz einfach keine Möglichkeit, rauszufliegen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Die Schilde sind jetzt auch schon wieder weg. Wird nicht lange dauern und das Schiff platzt wieder. Und ja, der ganze Verkehr macht es mir jetzt gerade nicht wirklich leichter. Wenn ihr eine Idee habt, wie man mit dem Ding startet, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich das mal beherzigen und gucken, dass ich das hinkriege. Ansonsten schauen wir uns das jetzt mal kurz noch hier im Raumhafen an. Soweit wie mir möglich. Ich bin wirklich etwas enttäuscht von dem Ding. So wie das Cockpit angeordnet ist, dachte ich, mitten durchfliegen müsste passen, denn nach oben hin kommt noch einiges, aber eben auch nach unten hin. Da ist jede Menge Schiff in alle Richtungen. Deshalb dachte ich, zentral fliegen hilft, aber offensichtlich tut es so nicht. Ich kann das Schiff jetzt außerdem nicht mehr steuern. Ich kann also nicht sehen, woran es gerade hängt, dass ich nicht rauskomme. Ich bin einfach zu blöd, dieses Riesenschiff zu starten. Sorry dafür. Okay, nach dieser Schlappe schauen wir uns mal noch an, wie es im CQC läuft. Wir gucken uns die Schiffe an. Imperiales Kampfschiff, da haben wir es. Hält sich ziemlich an die Konzeptzeichnung, die ich bisher gesehen habe. Und scheint auf jeden Fall deutlich schlanker zu sein. Wenn wir einfach nur mal von der Cockpitgröße hergehen. Es ist immer noch eine einigermaßen realistische Cockpitgröße, aber ja, das Ganze drumherum wirkt einfach eleganter, sage ich mal. Ja, ich habe jetzt aber nicht vor, mich auf Rang 4 zu spielen, um dann das Schiff mal Gassi führen zu können. Ich gehe einfach davon aus, dass es sehr ähnliche Flugeigenschaften haben wird wie die Condor. Ja, sorry, dass ich das jetzt nicht auch noch ausprobiere, aber so haben wir es wenigstens mal gesehen und dann wissen wir auch in etwa, womit wir rechnen dürfen in imperialen Kriegsgebieten demnächst oder wenn dann in Season 2 irgendwann die Hangars kommen, welche Schiffe den Imperialen dort zur Verfügung stehen. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Schiffe für alliierte Spieler oder neutrale Spieler da sind. Ich denke, man wird sich einfach selbst entscheiden können, ob ich jetzt einen föderalen Hangar kaufe oder einen imperialen. Ich glaube nicht, dass man dafür Ränge braucht. Das wäre ein bisschen unfair einigen Spielern gegenüber, aber ich kann es bisher nicht ausschließen. Gut, so sieht das imperiale Kleinkampfschiff aus. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen blöd am Ende vom Video. Aber ich werde nicht auf Rang 4 spielen, um mir das Ding anzugucken und den Kater, ich habe alles versucht, um ihn zu starten. Ich kriege ihn aus der Station nicht raus, keine Ahnung. Bin zu lange keine Schiffe mehr geflogen, die so breit gebaut sind. Wenn es denn daran lag. Okay, das wäre es dann für heute auch schon gewesen wieder. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen in den Elite News. Bis dahin dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.